Herzlich willkommen zurück zum nächsten Let's Play Minecraft mit Spirit of the Ghost. Da sind wir mal wieder und wir versuchen uns jetzt wieder ein bisschen neu zu orientieren. Speziell ich gerade bin so ein bisschen verwirrt. Ah ja, okay, ich gehe mal wieder zurück zu diesem schönen Ofen hier, der mir noch ein paar schöne Sachen macht. Eisen erstmal. So, bisschen Überblick wieder gewinnen. Alles klar, hier sind wir noch gut besetzt. Mit Eisenausstattung, alles klar. Dann, was haben wir noch hier so? Aha, okay. Wir sind jetzt hier in irgendeiner Höhle. Ich weiß gerade nicht mehr in welcher und wieso, aber das wird sich noch alles geben. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal einen zweiten Ofen, so wie das aussieht. Damit es ein bisschen schneller geht. Hunger hätten wir auch. Ah, halbieren wir den Stapel gleich. Okay. So, bisschen mehr Eisen jetzt hier. Gut, aha, da komme ich her. Oh, jetzt ist das Wasserrauschen mal weg, sehr gut. So, aha, Hunger haben wir auch. Haben wir was zum Essen dabei? Nein, dann sollten wir da gleich wieder hochgehen, wenn er hier fertig ist. Wir könnten ja so lange mal eine Runde angeln hier. Während das Eisen hier sowieso noch gemacht wird. Damit können wir eigentlich den bisschen Hunger ausgleichen. Hoffentlich finden wir gleich was. Ach, ich glaube, da unten waren wir vorhin, um Kohle und sowas zu holen, gell? Wir haben die Zauberangel, vielleicht ist die besonders toll. Na, komm. Komm schon. Wie eigentlich der Fisch hier dann auch runterschwimmen muss. In echt wäre das ein Riesenzufall, hier einen Fisch zu finden. Starke Strömung, aber kein Fisch weit und breit. Irgendwie fehlen ja auch die Spritzer, die Wasserspritzer, die es hier immer gibt. Irgendwie glaube ich nicht, dass das funktioniert. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Schauen wir mal, wie weit er hier ist. Ja, eh schon fast fertig. Kann man die Kohle eigentlich schon mal rausnehmen. So, fertig. Und hier auch so gut wie. Oh, gutes Timing. Dann können wir hier mal unsere Sachen wieder mitnehmen. So, hier sind wir jetzt auch fertig. Alles wieder mitnehmen und ab nach Hause. Höhle war schnell erkundet. Ne, so, ne? Oh, so geht's aber flott. Aha, okay, alles klar. Ja, da oben ist unser Haus, genau. Ja, das war's schnell mit der Höhle. Gehen wir mal wieder nach Hause kurz. Aber Hunger haben wir, okay? Dann sollten wir vielleicht wirklich mal angeln gehen jetzt. Oder diese Schafe mal um ihr Leben erleichtern. Wo sind die? Oh, Sonne geht unter. Jetzt aber schnell. Ich höre sie doch. Oben wahrscheinlich. Oh, jetzt wird es aber schnell dunkel. Gut, dann gehen wir angeln jetzt. Ja, irgendwo eine schöne Angelstelle suchen. Kurz mal da rein. Da ist die Tür. So, jetzt. Okay, bisschen ablegen. Diorit, Andesit. Da machen wir es so. Sandstein ist das hier. Ja, ich bin hier in einer sehr sandstein-heavy Gegend. Sand. Ja. Sand ist jetzt eher uncool. Da. Die Tür lege ich mal hier ab. Muss mal laut denken kurz. So.
Oh, da drüben läuft ein Enderman rum. Bisschen ausgerutscht jetzt. Bam. Und dann hier. Okay. Kohle, 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 Kohle. Birkenholz, Eisenbahn. Die könnte man auch noch mal ein bisschen zusammenfassen. Knochenmehl. Ja, ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt unbedingt gerade brauche. Aber was ich brauche, ist was zu essen und zwar schnell. Also, ab nach unten. Können wir uns mal in Ruhe hinstellen zum Angeln. Habe ich immer das Gefühl, ich könnte hier hinterrücks überfallen werden. Aber ich denke, wenn ich hier so ausleuchte, müsste es doch ungefährlich sein, oder? Ich mich dann noch so hinstelle, dann habe ich es doch im Blick einigermaßen. Da hinten ist schon ein Monster, oder? Ist das hier ein Monster? Das sieht nur so aus. Ja, auf jeden Fall funktioniert hier das Angeln. Es ist eigentlich schon ziemlich ausgeleuchtet von mir hier so die Gegend. Da hinten meine alte Wohnung. Wie die auch leuchtet, die Angel, ja? Ah, jetzt. Wow, der Fisch hat's eilig. Dann. Hier gefällt es mir trotzdem nicht so. Vielleicht so mal. Ja. Sollen das Tintenfische sein, oder was? Ja, komm ruhig her zu mir. Ich angel dich. Es wäre toll, wenn man die auch braten könnte und so. Sie sind so riesig, das wird ja ewig viel Fleisch geben. Ich finde schon faszinierend, wie das Spiel eigentlich darauf baut, dass ich ganz viele geometrische Formen eigentlich aus so Vierecken bauen kann. Eigentlich faszinierend, ne? Also zum Beispiel eben auch, deswegen habe ich es mir gedacht, so ein Tintenfisch, der halt einen viereckigen Kopf hat dann. Oder hier, was wir hier vor uns sehen, unter Wasser. Diese ganze Unterwasserlandschaft hier ist natürlich so ein Relief entstanden aus lauter Vierecken. Eigentlich ja faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte so richtig mitbekommen habe, aber meines Wissens hat ja Microsoft die aufgekauft. Natürlich für etliche Millionen offensichtlich. Eigentlich faszinierend, dass Microsoft so viel Geld ausgibt für ein Spiel, das so ein einfaches Spielprinzip hat. Und jetzt auch nicht die super toll designte Grafik hat. Das ist ja ein bisschen minimalistisch, war ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch ein einzelner Entwickler. Aber das ist doch eine faszinierende Welt, finde ich, die hier einfach gebaut worden ist. Schaut euch den Sternenhimmel an, zum Beispiel. Auch dieses Gefühl hier von der Physik her jetzt, dass es eigentlich eine Kugel ist, so eine Kuppel über uns. Und das sieht man so ein bisschen, finde ich, wie sich das auch in 3D im Raum so anpasst. Da über uns zum Beispiel der Mond. Ich finde die Details erstaunlich gut gelungen dafür, dass es so ein einfaches Spielprinzip ist und eine einfache Landschaft eigentlich. Aber es ist atmosphärisch irgendwie. Und das ist sehr, sehr gut gelungen und das ist einer der Gründe, warum das Spiel so beliebt ist, glaube ich. Denn der große Schwachpunkt ist ja eigentlich, dass wir hier eigentlich kein Spielziel haben. Das wird natürlich immer irgendwie als Vorteil verkauft, dass jeder machen kann, was er will. Aber schaut mich an, wie viele Folgen wir jetzt schon Minecraft zusammenspielen. Also es hat irgendeinen Reiz, ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, das klassische, ein bisschen der Schatzjäger einfach, weil im Prinzip machen wir hier nichts anderes als so ein bisschen Aufbauspiel, bisschen Landwirtschaftssimulator. Das haben wir eigentlich noch nie so richtig gemacht. Und dann auf die Jagd gehen nach Tieren, Monstern oder eben Ressourcen finden. Eigentlich ist es ja nichts anderes. Und klar hat es einen gewissen Reiz, wenn man noch Multiplayer spielt und so, dann ist es sicher noch mal ganz anders. Aber ne, das ist schon interessant eigentlich so. Und jetzt haben wir hier ja so ein Grafikpack, glaube ich, drüber, das es noch einigermaßen ansehnlich macht. Das Original Minecraft ist ja noch mal sehr viel simpler. Faszinierend. Auch hier der Zeitenwechsel. Also so ein Tag oder so eine Nacht, da glaube ich so 8 Minuten oder so.
Also wie man hier auch wirklich der Sonne oder Mond zuschauen kann, wo ist er denn jetzt gerade hier? Wie er sich bewegt, es ist faszinierend, wie es dann auch stückchenweise heller wird. Es ist nicht schlecht. Oh. Klingt gefährlich und klang auch sehr nah bei mir, ehrlich gesagt. Vielleicht wegen der Höhle? Nein, hier unten. Der soll das sein? Nee. Oh, der ist es. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht mein eigenes Haus demoliere. So, jetzt kann ich eigentlich gleich mal das verrottete Fleisch nehmen. Das löst vielleicht mein Problem, dass wir jetzt hier fünf Slots haben, die wir füllen. Nein. Oh, aus Versehen einen falschen Fisch gegessen. Dass wir fünf Slots hatten, die wir füllen mussten. Also mein Fisch weniger, das ist natürlich doof. Dann nehme ich jetzt einfach mal Holz kurz. Och, und auch noch ein Lachs verschwendet. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Nein, nein, nein. Da ist schon wieder einer. Was wollen denn die alle? So. Ob das noch reicht? Ach nein, das reicht nicht, weil ich vergessen habe, den Lachs rauszunehmen. Obwohl. Komm, ein Holz gebe ich noch her. So. Erstmal in Ruhe mein Kabel ja essen. Leben aufladen und das Monster töten. Boah. Oh, eine Kartoffel. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Okay, mal kurz schauen, was wir hier noch überall in den Truhen haben. So. Ja, die Ziegel. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, gerade habe ich noch drüber philosophiert, dass das Spiel einem ja unendlich viele Möglichkeiten lässt, was man machen will. Wenn ihr mich fragt, habe ich jetzt Lust auf eine andere Gegend hier irgendwie, schon wieder. Aber hier gefällt es mir nicht so richtig irgendwie. Weiß auch nicht. Oh, nee, Bett lassen wir mal. So. Aber ich bewege mich nicht allzu weit weg, habe ich vor. Sondern hier irgendwo in die Gegend. Jetzt wird es auch wieder hell, also die Zeit könnten wir jetzt gerade nutzen. Was ich jetzt mal mache, ist, fällt mir gerade ein. Ich höre doch was. Ja, vielleicht darüber so ein bisschen, da wo die Sonne jetzt steht. Oh, da hinten sehe ich Zuckerrohr. Den nehmen wir noch mit. Ich würde mich schon hier in der Gegend ansiedeln, aber vielleicht ein bisschen da hinten so. Vielleicht da eine Spinne. Aha. Aha. Bist du? Ja, vielleicht da hinten so. Ist jetzt nicht allzu weit weg von zu Hause, das finden wir wieder. Gerade in der Dunkelheit. Ja. Also das Essen ist schon echt das Problem. Ich hätte nämlich eigentlich Lust auch ein bisschen Landwirtschaft und so. Da bräuchte ich eigentlich eine weite Ebene. Ich könnte hier ja mal ausleuchten, um zu wissen, wo ich schon war. Na, da gibt es nicht viel. Da ist wieder. Bisschen Zuckerrohr. Ja, hier so die Gegend sieht mir doch viel schöner aus irgendwie. Wir sind wie gesagt nicht weit weg von zu Hause. Ich habe nämlich jetzt Lust auf so eine Schneelandschaft, um ehrlich zu sein. Vielleicht, weil es in Wirklichkeit draußen Winter wird. Und das wäre ein super Moment, um zu neuen Gefilden aufzubrechen. Mit hier diesem letzten Blick auf die neue Landschaft, in der wir sind. Verabschiede ich mich dann jetzt für heute von euch und wünsche mir, dass ihr liked, abonniert und allen Freunden davon erzählt, dass es uns gibt, dass wir hier schöne Abenteuer erleben und welche das sind, seht ihr gleich in der nächsten Folge. Ciao, ciao!